Willkommen zum dritten Video in der Review-Woche und heute geht es um ein KD Avera Produkt. Und diese Marke gibt es bei Müller und ja, in Süddeutschland gibt es Müller ein bisschen häufiger. Ich weiß nicht, wo du wohnst, Müller Drogerie, da kann man auch bestellen. Kann ich dir also echt empfehlen, vielleicht packe ich es auch einfach unten in die Infobox rein. Und die haben jetzt auch entdeckt, dass man so ein bisschen an der eigenen Serie schrauben kann. Die waren nämlich bis vor kurzem nicht ganz so interessant. Jetzt kommen immer häufiger interessante Produkte raus. Und das war eins so der ersten Produkte, die ich getestet habe. Das ist schon Flasche 2. Ne? Und das besagt ja auch schon so ein bisschen, was ich von dem Produkt halte. Also Müller, ne? Also falls du keinen Müller vor Ort hast oder in Berlin gibt es glaube ich nur einen einzigen, kann man eben auch bei Müller Drogerie bestellen. Es wird jetzt immer interessanter, wenn man noch ein bisschen mehr wartet, dann könnten da ganz interessante Dinge rausspringen, weil die sind bis jetzt wirklich hinten dran gehangen, was die eigenen Produkte betrifft. Und vor grob einem, also das ist schon ein Jahr her, jetzt wo ich das Produkt verwendet habe, nur ein halbes. Also mal mindestens ein halbes Jahr. Und ich war ganz verdutzt, dass es das jetzt überhaupt gibt, weil ich habe immer wieder bei Müller mal reingeguckt und war eigentlich nicht so überzeugt von den Produkten und habe mir deswegen da auch nicht mehr irgendwie mehr Informationen geholt oder die Produkte mal näher angeguckt, denn sie waren grundsätzlich immer mit vielen Duftstoffen. Dann hat Müller halt schon auch so ein Marketing, wo man sich denkt, so ist auch hier bei dem Produkt der Fall, denn ich finde es ein bisschen schade, dass man die Leute abfangen möchte, die sich nicht so mit Skincare auskennen und die dann lesen, wow, 10% Vitamin C Serum mit super tollem Hyaluron und so. Da denkt sich natürlich der Endverbraucher, wow, dieses Serum, das ist jetzt versetzt Berge. Aber so ist es nun mal jetzt auch wieder nicht. Und darüber sprechen wir heute. Du befindest dich übrigens in der Review-Woche. Und in der Review-Woche gibt es 7 Videos. Die findest du hier unten in der Playlist. Dieses Mal ist ein bisschen was anders. Ich versuche mich immer mehr mit Shorts, die du vielleicht auch schon gesehen hast. Und nach dem Hauptvideo kommt meistens immer das Shorts raus. Und so möchte ich das natürlich heute auch mit dem Produkt machen. Ich habe hier schon, wie ich am Anfang gesagt habe, ein ganzes Produkt aufgebraucht, was ja schon beweist, dass ich das Produkt ganz gut finde. Was ich wirklich anmahne an Müller ist, und das machen die anderen aber auch, weil Lea kommt jetzt so langsam auf den Trichter nicht ganz so zu übertreiben, aber es gibt trotzdem immer wieder Produkte auch von Lea, die eben Derivate enthalten und wo halt Versprechungen abgegeben werden, was auch die Derivate nicht erfüllen können. Ne? Und wenn sich da jemand dann nicht mit Skincare auskennt, denkt er halt, wow, was für ein tolles Produkt und so. Und das haben wir hier auch wieder so ein bisschen. Hier wird damit geworben, dass das vierfach Hyaluronsäure sei und so ein tolles Vitamin C. Ich habe hier Glycerin entdeckt und Hyaluronsalz. Und das war's. Wo ist die Vierfach-Hyaluronsäure? I don't know. Aber Glycerin und Hyaluronsalz bildet natürlich auch schon eine gute Kombination. Denn das ist halt für die Feuchtigkeit in der Haut eine richtig tolle Sache. Klar muss man das Produkt auch regelmäßig auftragen. Und dann hilft das auch wunderbar. Und ich bin schon damals gut damit zurechtgekommen, dass Produkt duftet leicht, es ist mild parfümiert, auch solche Produkte verwende ich, sie müssen mild parfümiert sein, aber auch da muss man nur ein bisschen darauf achten, wo denn das Parfüm in den Inkis auftaucht, also steht es ziemlich weit oben, kannst du dir sicher sein, auch wenn es mild parfümiert ist, dass es stark riecht. Macht das irgendwie Sinn? Also mild parfümiert bedeutet in meinem Fall, dass es eben keine deklarationspflichtigen Duftstoffe enthält. Das nicht. Aber du kannst natürlich auch bei dem Sammelbegriff Parfüm nicht ausschließen, dass du auf dieses Produkt nicht vielleicht reagierst. Ne? Also es duftet leicht, was nicht so störend ist.
Und ich glaube, gehört zu haben, es ist eben schon locker ein halbes Jahr her, als ich die erste Flasche leer gemacht habe. Ich glaube, gehört zu haben, dass es bei manchen Leuten geschäumt hat. Ich habe es mir auch auf den Handrücken aufgetragen und hat es auch so ein bisschen geschäumt auf dem Gesicht. Lustigerweise tut es das nicht. Ich liebe halt Vitamin C-Produkte an sich. Man darf nicht zu viel von Derivaten erwarten, ne? Also es wird nicht dein Hautbild zu 100% verändern, das nicht. Aber wenn du Antioxidantien verwenden möchtest, immer mit dem Hintergedanken, trag das unter deinen Sonnenschutz auf, damit pimpst du deinen Sonnenschutz noch so ein bisschen und kannst du den letzten Rest aus deinem Sonnenschutz auch rausholen. Also es unterstützt meistens immer den Sonnenschutz auch, den du aufträgst. Und dann muss so ein Produkt eben bei mir auch funktionieren und darf nicht noch zusätzlich irgendwie fettig sein. Deswegen mochte ich das unwahrscheinlich gerne, denn wir haben hier eben eine gelige Textur, die überhaupt nicht rückfettend ist. Das Thema Sonnenschutz habe ich schon angesprochen und heute habe ich extra ausprobiert. Ich werde dir auf jeden Fall das Video mal unter das i legen von dem Kolibri-Sonnenschutz, der ja nicht ganz so einfach auf jeder Haut zu handeln ist. Lustigerweise habe ich jetzt überhaupt keine Probleme mehr mit ihm. Am Anfang hat es tatsächlich runtergerollt. Aber jetzt, wie hat sich meine Haut mit dem Sonnenschutz verändert? Ich habe keine Ahnung. Deswegen fand ich es dann auch unwahrscheinlich interessant. Harmoniert das hier mit dem Sonnenschutz? Und es tut es, Gott sei Dank. Es ist also nicht ganz so gelig. Ist ein bisschen flüssiger und zieht halt auch wunderbar in die Haut ein und da pellt sich nichts. Du kannst dir aber immer sicher sein, wenn dein Sonnenschutz runterrollt, dann harmoniert es nicht mit der Unterlage. Und ich bin ganz froh, dass diese Unterlage hier mit dem Sonnenschutz harmoniert und dass das für mich halt einfach so ein kleiner Standard wird. Denn ich habe ja auch schon in dem Video von No gesagt, dieses Produkt ist mir zu fettig. Ich mag das nicht auf der Haut. Da mag ich lieber solche Produkte, die für mich eben besser funktionieren und zu denen ich lieber greife. Und da ich das schon zum zweiten Mal gekauft habe, stelle ich mir schon gar nicht die Frage, ob ich es nachkaufen würde. Ich kaufe es nach der Flasche selbstverständlich auch nochmal nach. Denn für mich hat es halt echt gut funktioniert. Es schäumt auch nicht auf meiner Haut. Du musst es halt bei dir ein bisschen ausprobieren. Bloß, was bei mir funktioniert, muss bei dir nicht funktionieren. Ich bin 44, habe eine Mischhaut, habe eine unruhige Hautoberfläche, große Poren. Und da ist jeder ja so ein bisschen anders und reagiert auch ein bisschen individuell. Magst du Duftstoffe in Produkten? Also mild parfümiert, ihr wisst, also keine deklarationspflichtigen Duftstoffe, dann ist das das richtige Produkt. Willst du aber eher Produkte, die nach gar nichts riechen, ist das das falsche Produkt. Also Cadea Vera verbindet noch ganz gerne ganz viel Duftstoffe. Ich glaube, da entwickelt sich das aber in die Richtung, dass man die Produkte halt wirklich auch mit der Zeit immer mehr kaufen kann. Also ich finde es total interessant und beobachte weiter. Na, kennst du Cadea Vera? Schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Die nächsten Videos sind auch Cadea Vera Produkte. Ja, da habe ich noch so einiges probiert. Seid also gespannt. Also drei Produkte kommen auf jeden Fall noch. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib gerne einen Daumen nach oben und hinterlass einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.